Ich weiß tatsächlich nicht, was passiert, wenn man da versucht, Barbaren draufzuwerfen. Wir können ja, wo sind sie denn? Da sind die guten Herren. Die wissen nicht, was ihnen geschieht jetzt hier. Ich weiß nicht, ob die hier nicht durchfallen vielleicht. Nee, die gehen wieder runter. Ja, würde ich aber auch machen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Let's Play von Medieval Engineers. Medieval Engineers. Wir können jetzt also unsere Architektenkünste ausprobieren im Mittelalter. Hast du Space Engineers gespielt? Ja, aber nicht mit großem Erfolg. Echt? Ja, ich habe es tatsächlich nicht gespielt. Nee. Insofern sind wir genau die Richtigen, um dieses Video zu machen. Genau. Aber wir springen einfach mal direkt rein. Grundlage, Medieval Engineers ist derzeit noch im Early Access bei Steam. Also es ist eine frühe Version, eine Alpha, wo noch vieles fehlt. Fliegen kann man auch im Mittelalter übrigens. Deshalb gibt es zum Beispiel nicht den sogenannten Survival-Modus, der irgendwann kommt. Den gibt es ja auch bei Space Engineers, wo man sich dann Ressourcen tatsächlich verdienen muss, spielen muss, um Sachen bauen zu können. Das hier ist jetzt nur der Kreativ-Modus, in dem man eben auch fliegen kann und einfach unendlich Ressourcen hat. Also man kann einfach so drauf losbauen. Ja. Ein paar Gebäude stehen hier schon. Das hier ist vom Spiel mitgeliefert. Wenn man diese Map startet, da besonders spektakulär sieht es auch nicht aus. Das Ding hier unten habe ich vorhin schnell schon mal zusammengezimmert. Mit haltendem Dach diesmal. Ich hatte gestern ein paar Probleme, dass Dächer... Ich habe das ja gestern gesehen, wie du das gebaut hast. Diese wunderschöne Bauruine hier, die habe ich auch schon fabriziert. Ja. Also wie gesagt, ist halt im derzeitigen Zustand vor allem einfach ein Bauprogramm mit Sandbox. Ja. Funktioniert folgendermaßen. Über die Taste G kann man hier die verschiedenen Bauelemente sich zusammen... Oder hat man da eine Übersicht, was es überhaupt gibt. Wir können zum Beispiel einfach mal so einen Turm bauen. Okay, und da ist jetzt quasi die Bauelemente. Mittelalter, ja, die zieht man sich jetzt unten, in diese Liste rein. So eine sozusagen, klassische Hotkey-Schnellzugriffsleiste, über die man dann die entsprechenden Elemente schnell wieder auswählen kann. So, dann machen wir das zu. Und dann, damit fangen wir nicht an, weil das war ja doof. So, dann sucht man sich irgendwo so ein Plätzchen. Die kann man dann natürlich drehen, wie man sie haben will. Skalieren geht nicht. Aber dann kann man hier zum Beispiel sich so einen Turm zusammenklicken, wenn man dann meint, der sollte vielleicht auch eine Tür haben. Nimmt man eben ein Element, das eine Tür hat. Zack. Und Fenster geht natürlich auch. So, und um das nicht alles einzeln, es gibt auch natürlich so bestimmte Tools. Da kann man es dann entsprechend hochziehen und so weiter, Ja, gleiche Teile, damit man da nicht alles einzeln platzieren muss. Ja, ich finde die Hand extrem groß übrigens. Müssen wir die Hand ist. Ja, man kann auch... Third-Person-mäßig. Third-Person geht auch. Ja. Hat halt derzeit, wie gesagt, alles relativ wenig Einfluss. So, zu Demo-Zwecken bauen wir den jetzt auch mal kurz fertig. Ja. Es ist dann auch relativ einfach. Warte, da brauche ich das andere Element. Das wollte ich gar nicht wegklicken. So. Also das Spiel passt auch vieles automatisch an. Ist dann relativ simpel zum Beispiel hier sowas dran zu bauen. Die Musik ist auch sehr schön. Ja, die klingt so mittelalterlich aufhebend? Nein. Aufhebend? Episch. In die Luft bauen wollen wir nicht. Ja, genau. Nein, da fällt's runter. Aufmunternd, jetzt habe ich's. So, und dann bauen wir hier noch was. Genau. Achtung, jetzt kommt nämlich gleich die Krönung. Kommt gleich. 6 für einen. Zauberhutdach. Ja. So. Und damit relativ wenig Handgriffen hat man dann schnell sowas gebaut. Mhm. So, der Clou ist jetzt aber natürlich, dass man das nicht nur bauen kann, sondern dass da auch Physik eine große Rolle spielt und, wie heißt das schön, strukturelle Integrität. Also mich erinnert es ja vom Grundprinzip her sehr, weil das einfach das letzte Bausch-Kreativspiel ist, was ich ein bisschen mehr gespielt habe, an Landmark, formerly known as EverQuest Next Landmark. Wo ja aber Physik gerade beim Bauen keine große Rolle spielt. Was aber hier zum Beispiel ist, wenn man einfach sinnfrei in die Höhe baut. Irgendwann gibt das Ding dann wahrscheinlich um. Sollte das eigentlich in sich selber zusammenstürzen. Da fängt es schon an. Zu wackeln, ja. Und jetzt? Aber es reicht noch nicht um. Oder kippt's? Kippt's? Na. Ja, doch, es kippt. Schade, leider nicht in die Häuser. Das wäre noch lustiger gewesen. Aber ja. Nee. Also man sieht Physik. Kaboom. Kaboom. Sieht auch schon recht hübsch aus, finde ich, wie sowas dann kaputt geht.
spielt eine große Rolle. Und man kann sich dann auch den Spaß machen. Man kann nicht nur Sachen bauen. Hier sieht man dann auch Holzgeländer, Holztreppen, also verschiedene Elemente. Und auch mechanische Sachen, die dann teilweise auch schon Funktionen haben. Das zeigen wir dann gleich noch anhand von anderen Maps. Aber man kann sich auch den Spaß machen und Sachen kaputt machen, die man gebaut hat. Dazu hast du quasi so 10 Kugeln. Kann nämlich hier, ja, das ist die Masse, die Kugeln haben. Da gibt es verschiedene. Aber die kann man dann abschießen und Kabums. Alles wieder kaputt machen. Also das ist ja schon ein Ding. Und es gibt auch, was ich tatsächlich selber noch nicht ausprobiert habe, eine erste Form der Barbaren, die wahrscheinlich im Survival-Modus da eine größere Rolle spielen. Mhm. Die man, glaube ich, auch einfach so platzieren kann. Ja. Jetzt greifen die Barbaren sozusagen, schlechte Laune sozusagen an und ja, hauen alles um. Ich weiß nicht genau, was die jetzt angreifen, wobei ich glaube, die gehen. Man kann eine. Ich glaube, es gibt hier so eine Königsstatue und die greifen sie, glaube ich, an, wenn man sie platziert. Wir können mal. Was passiert, wenn man die dahin baut? So. Ja! Und jetzt, nun gut. Jetzt geben die halt Gas. Also, jedenfalls kann man hier ganz viele Sachen bauen. Das Grundprinzip hat man eben gesehen. Wie gesagt, derzeit gibt es nur diesen Kreativmodus, in dem man eben unbegrenzt, da hat er tatsächlich auf das Ding eingeschlagen, unbegrenzt Ressourcen hat. Was auch ganz schön ist, es gibt zum Beispiel, jetzt kann man das hier nirgends draufsetzen, wenn man zum Beispiel Dächer bauen möchte, gibt es, also das Spiel ist da halt relativ flexibel, wenn man dann einfach hier mal ein paar Wände, etwas höher möglicherweise platziert. Und an so ein paar Eigenheiten muss man sich gewöhnen. Dann gibt es hier zum Beispiel verschiedene Dachtypen. Entweder so ein normales Dach oder wenn man dann mit Ecken baut, das ist auch schon unterstützt, kann man dann auch so ein Dach bauen. Mhm. Also da ist es. Passt sich das Spiel dann auch recht intelligent an, an das, was man da schon so stehen hat. So, und nachdem wir die Basics gezeigt haben, das Schöne ist ja, es läuft über Steam, wie schon gesagt, und unterstützt auch bereits in der Fassung schon den Steam Workshop, der auch schon fleißig genutzt wird von den Spielern. Da kann man sich dann Blaupausen. Also zum Beispiel hier eine Bergfestung sozusagen, Mountain Castle. Ja, so Blaupausen runterladen von dem, was Leute, was andere Spieler bauen. Das können einfach einzelne Gerätschaften sein. Mhm. Das kann auch eine komplette Festung sein, wie das, was hier jetzt hoffentlich gleich erscheint. Oder eine Belagerungswaffe, da gucken wir uns gleich auch noch eine an. Ja. Und da ist schon relativ viel Aktivität drin. Also da sind die Leute schon sehr aktiv, kann man sich viel runterladen. Weil das ja derzeit eben auch der einzige Beschäftigungszweck ist, mehr oder weniger. Weil dieser Survival-Modus eben noch nicht da ist. Auch der Multiplayer-Modus, der angekündigt ist, ist derzeit noch nicht da. Also es ist tatsächlich noch relativ früh im Early Access-Programm. Und hoffentlich lädt er jetzt tatsächlich doch. Es bewegt sich noch. Und hast du schon eine Idee, was du bauen wollen würdest? Du, keine Ahnung, wahrscheinlich. Wahrscheinlich genauso eine Festung, wie wir sie hier jetzt sehen. Ja, muss man. Würde ich wahrscheinlich ziemlich lang verbrauchen. Auch ein bisschen, ne? Ja, vor allem ist das ja noch nicht mal die Festung. Das ist nämlich nur. Hier kann man dann seine Reise beginnen. Ja. Zur Festung, die nämlich da oben ist. Das ist sogar so richtig mit so einer Seilbahn sozusagen, ne? Ja, die Karte ist ohnehin sehr schön gestaltet, weil es der reguläre Weg wäre nämlich eigentlich hier über diese Zwischenburg, wo der Türsteher ist. Hier den Gebirgspass entlang. Dann hier zur eigentlichen Festung. Wahnsinn. Wie lange braucht man wohl für sowas? Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, wie gut man mit den Tools umgehen kann. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dann Sachen zu copy and pasten. Jetzt die Türme zum Beispiel erstellt man dann idealerweise wahrscheinlich nicht komplett individuell, aber da ist man, glaube ich, schon eine ganze Weile beschäftigt. So, wenn wir Fliegen ausschalten, können wir mal gucken, was hier eigentlich betretbar ist. Jetzt wollte ich gerade sagen, mit Innenausstattung geht noch nicht so viel. Und dann sieht man hier da, man kann ganz viele Tische und Stühle und so. Und Betten. Sehr gut. Ja. Muss ja auch irgendwo schlafen. Ja, also so, wirklich hübsch geworden hier. Mittelalterliche Jetpack wieder an. Ja. Also wenn man sowas, kann man hier schon alles bauen, wenn man die Muße hat. Ja. Und sich damit beschäftigen möchte. Ja. Da kann man nochmal. Das Fliegen ist ein bisschen tricky, weil da bisschen Dynamik drin ist. Fackeln, ja. Also schon ganz hübsch.
wenn man denn die Muße hat, das zu tun. Nee, nicht speichern. Am Ende haben wir irgendwas kaputt gemacht. Oh je. Und dann können wir mal, genau, eine automatische Maschine. Mhm. Wie gesagt, bestimmte Mechanismen kann man auch schon bauen, die funktionieren dann auch. Also das Simpelste, was so funktioniert, wären Windräder oder irgendwelche Kurbeln, mit denen man einfach irgendwas drehen kann. Wenn man kreativ ist, kann man aber auch ein automatisch feuerndes Geschütz, das ist jetzt nur, ich muss nur den Startpunkt treffen. Irgendwo hier drin kann man das nämlich aktivieren. Wo ist er denn? Da. Press T. Ja. So. Ah ja, und jetzt... Jetzt fallen nämlich die Kugeln da rein und dann du kannst Dinge kaputt machen, ja. Er hat mich ein bisschen an besieged. Verschossen. Ja, ist nur sehr stationär in dem Fall natürlich. Aber da kann man dann jetzt zum Beispiel... Also es gibt übrigens auch einen freien Modus, in dem man nicht so an diese Blockdenkweise gedacht. Mhm. Kann man dann hier fleißig nachlegen. Nicht schlecht. Und dann schießt es so weiter. Natürlich auch noch eine eher simple Fassung von Kriegsgerät. Und es gibt auch nur diese Kugeln, ja? Oder kann ich da auch Leute draufwerfen? Diese Barbaren zum Beispiel. Ich weiß tatsächlich nicht, was passiert, wenn man da versucht, Barbaren draufzuwerfen. Wir können ja, wo sind sie denn? Da sind die guten Herren. Die wissen nicht, was ihnen geschieht jetzt hier. Ich weiß nicht, ob die hier nicht durchfallen vielleicht. Nee, die gehen wieder runter. Ja, würde ich aber auch machen. Er hat keine Lust, sich verschieden zu haben. Muss man ihm vielleicht nachsehen. Die Frage ist, ob man es... Nee. Na, bei dem geht's. Ja. Hui! Ja, man kann Leute verschießen, wenn man möchte. Großartig. Ja, sowas kann man... Warte, wo sind wir? Ja. Nee, falscher Modus. So. Ja. Also irgendwann mit anderen Bauelementen, die vielleicht noch dazukommen. Ja. Oder wenn Leute mehr Übung haben, gibt es sicherlich noch mehr Kriegsgerät. Aber sowas funktioniert sogar jetzt schon. Ja. Macht dann hier auch das Gebäude kaputt. Der Vorstellungskraft sind kaum Grenzen gesetzt. So, was haben wir noch? Nehmen wir... Das kenne ich noch nicht. Nehmen wir das. Also irgendwann soll es dann auch tatsächlich Mehrspielermodus haben. Mhm. Gemeinsam an was bauen zum Beispiel, wenn man das möchte. Und besonders spannend wird dann eben wahrscheinlich dieser Survival-Modus. Wobei ich noch nicht ganz weiß, wie gut der in diesem Setting funktioniert. Weil um gerade so Festungen an Gebirgshängen zu bauen, wie die gerade, ist es vermutlich schon ganz nützlich, wenn man eigentlich fliegen kann. Was bei Space Engineers zum Beispiel jetzt nicht so das Problem ist, da Jetpacks einzubauen in dem Setting. Ja, hier im Mittelalter schon vielleicht irgendwelche Drachen oder so. Leonardo da Vinci hat ja sowas gebaut. Ja, mit denen steht es sich jetzt auch schwierig in der Luft. Ja gut, das stimmt, ja. Also ich weiß nicht, ob man sich dann tatsächlich Gerüste erstmal bauen muss und die danach direkt wieder abbauen, was ja nur realistisch wäre eigentlich. Hier sehen wir auch wieder eine schöne große Festung da mit Windmühlen. Genau, hier Windmühlen als Beispiel. Ja. Ich weiß nicht, ob da erkennbar, ob man da erkennen kann, fliegen weg, wie der Mechanismus hier drin funktioniert. Ja. Da wird das Getriebe gedreht. Ja. Ja. Also so rudimentäre Sachen auch in der Hinsicht funktionieren schon. Und dann hier schön ins Gebirge eingebaut. So wie man sich so ein bisschen kitschig vielleicht, aber so Festungen vorstellen würde. Also auch sehr, sehr üppig und groß. Also es wirkt auch richtig halt groß. Ne? Das entweder mit Stein bauen, mit Holz oder so klassisches Fachwerk gibt es auch und dann mit Strohdächern. Ja. Aber da ist man natürlich noch ein bisschen eingeschränkt derzeit, wobei so viel mehr braucht es eigentlich auch gar nicht für das Setting. Nee, definitiv nicht. Also wie gesagt, hier hat man nochmal die Übersicht von dem, was man so bauen kann. Rund, Steinsäulen, Treppengeländer. Und die Voxel-Hands? Das funktioniert alles. Mit Voxeln kann man, der war sogar schon mal ausgewählt, kann man ein bisschen was an der Landschaft tun. Denn genau wie, da kommt man dann doch wieder auf Landmark zurück, ist die Umgebung ja extrem anpassbar. Da kann man jetzt, wie gesagt, ich weiß, zum Beispiel Gras in die Luft malen. Ja, das bringt jetzt nicht so viel. Wenn man das möchte. Aber vielleicht kannst du ja hier jetzt... Zack. Genau, da kannst du dann entsprechend die Landschaft, Landschaft anpassen und verändern und so. Was hinzufügen oder was wegnehmen, um dann hier Vertiefungen zu formen. Man kann auch, da weiß ich jetzt aber tatsächlich spontan nicht, wie es geht, kann man die, also hier kann man dann das Werkzeug vergrößern entsprechend. Und irgendwie kann man auch den Landschaftstyp ändern, also die Textur quasi. Dann statt Gras zum Beispiel eine Sandfläche dahin malen. Sowas funktioniert dann auch.
Alles natürlich noch sehr sandkastenmäßig, aber das ist ja auch der einzige Modus, der derzeit funktioniert. Die kann man dann natürlich auch drehen, wie die anderen. Ein schöner Hügel. Ein schöner Hügel. Wirklich schön. Gebaut. Wirklich schön, ja. Ja, könnte hübscher sein, aber nur gut. Also, jede Menge Features. Man muss sich natürlich ein bisschen reinfuchsen, ne? Wie lange musstest du das jetzt spielen, um dich da so gut auszukennen? Naja, also bis man ein bisschen schneller gebaut hat und lernt, mit den Tools umzugehen, weil es ist zum Beispiel, man muss so ein bisschen in die Logik reinkommen, wenn man zum Beispiel Häuser baut. Das kann man mal kurz zeigen für alle, die es jetzt vielleicht aufgrund des Videos Lust bekommen und mal ausprobieren möchten. Die Logik ist halt eigentlich, dass man in Blöcken baut. Mhm. Also da sieht man ja jetzt den Block. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel hier ein Haus bauen will, muss ich ja irgendwann mal hier um die Ecke kommen. Und da baut man dann quasi in den gleichen Block, so wie hier zu sehen. Ja. Das Spiel setzt es aber natürlich oben drüber. Da muss man Alt drücken, damit man in den gleichen Block ein zweites Objekt, in dem Fall jetzt eine zweite Wand, baut. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt logisch erklärt war, aber vielleicht hat man es verstanden. Also sich da so ein bisschen reinzufuchsen, bis das einigermaßen fix geht, das dauert so ein bisschen. Aber nach einer halben Stunde ist man so weit, dass man zumindest Häuser bauen kann. Mhm. Der Rest ist dann natürlich vor allem sowas, muss einem halt auch erstmal einfallen, wie das hier aufgebaut sein soll, wo die Türme hinkommen, damit man sich nicht verbaut und dann irgendwie die Hälfte wieder abweichen muss. Also viel rumexperimentieren ist angesagt. Aber ansonsten ist es halt derzeit vor allem ein Spiel für alle Leute, die tatsächlich Spaß haben, mit Sandkästen zu experimentieren, weil, wie gesagt, spielerisch ist derzeit noch nicht so viel drin. Also wird sicherlich nochmal spannender, wenn dieser Survival-Modus da ist. Ja. Da gibt es aber auch noch keine genaue Ankündigung, wann der kommt. Aber irgendwann ist er hoffentlich da. Bis dahin kann man sich halt den Spaß daran machen, Zeug zu bauen. Und danach zu gucken, wie es in sich zusammenfällt. Bei größeren Sachen, wie man gerade sieht, auch noch ein bisschen Hardware-Performance fressend. Ja, sieht man, da hat er ein bisschen. Das ruckelt ein wenig. Ja. Aber gut, ja. Hat vielleicht einen Eindruck davon gegeben. Wie gesagt, so viel mehr können wir jetzt nicht zeigen. Nee. Ansonsten müssten wir jetzt eine riesen Burg bauen, die bei uns wahrscheinlich hochgradig peinlich aussieht. Wahrscheinlich. Aber der Steam Workshop ist schon voll von kleinen und großen Bauten, die Leute da eingestellt haben. Also da einfach mal reingucken, stöbern. Ja, sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und für Mittelalter-Ingenieure sicherlich mal eine gute Sache, das Ganze auszuprobieren. Medieval Engineers, meine Damen und Herren. Ja.